Fips ist in Fahrt und willkommen zurück bei dem Ether. Ether Mod, yes. Pack hier mal ein bisschen Ambrosium rein, wenn du. Ach, ich habe ja noch welches. Dann verzauber ich mal eben dieses Dingens. So. Boah, es dreht sich immer schneller. Also, Karussell! Was ich letzte Folge ansprechen wollte. Hast du es jetzt aufgenommen? Gib's her. Doch. Was habe ich jetzt gemacht? Gib mal her. Was war das? Das ist Gravitite Ore. Achso. Das ist so ziemlich das Beste, was du hier kriegen kannst. Mhm. So, was ich sagen wollte. Erzähl mal. Minecraft Beef. Willst du da mitmachen? Wenn du die Chance dazu hast? Wenn ich die Chance dazu habe, ich hab's mal verfolgt, da war ja auch Zombie dabei, soweit ich weiß, ne? War das das? Ja, das war das. Genau. Ja, dann weiß ich, worum es geht. Ich gucke ja viel Let's Plays und so weiter und es ist manchmal ein bisschen schwierig, den Überblick zu halten. Hier steht so ein Kackvogel. Ich glaube, ich mache mal daraus mal ein Schwert. Dann können wir uns das auch irgendwie teilen. Erzähl euch weiter. Wenn ich die Möglichkeit irgendwann mal dazu habe, mache ich da auch gerne mit. Aber man muss halt auch... bewerben? Demnächst? Man muss halt auch gucken, dass man die Zeit findet. Alter. Achso. Alter. Ich bin am Überlegen. Alter. Map, ja, ich hab's gesehen. Als Map, was ist das für eins? Das ist das Gravitite-Schwert. Darf ich dich mal, kommst du mal runter? Ah, nee, warte mal, schlag du mich mal, weil ich hab ne Rüstung. Schlag mich bitte. Komm, schlag mir ins Gesicht. Ich will mich als, wo ist denn das Schwert? Achso. Map-Erbauer? Ja. Komm, Alter. Wow. Alter, halbes Leben weg. Echt? Ja. Als Erbauer da zu bewerben, aber ich weiß nicht, ob ich da... Hast du eigentlich noch eine Party laufen? Nö, im Moment nicht, erstell meine. Penis, nein, Finish Party. Add Member... Request. Penis. Hallo, ich sehe dich. Was? Hi. So, ich probiere jetzt mal hier. Ich musste mal hier irgendwo Cocks sehen. Cockvögel. Achso. Ich hab gedacht, du willst schon wieder. Alter, fliegen die weit weg. Und du willst dich als Mapperbauer bewerben. Ja, höchstwahrscheinlich. Also das ist doch cool. Aber ich weiß halt nicht, ob ich da gut genug für bin. Wir weil können es gibt ja bessere, üben. Tausend bessere. Ja, ich will sowieso mal. Jetzt wieder in Tech Town. Ich rede. Oder wir können, ja, wir können ja hier was bauen. Ich möchte hier ein bisschen in Tech Town auch ein bisschen mehr jetzt auf Architektur gehen, damit wir endlich mal irgendwie ein bisschen was hinkriegen. Aha. Ja, jetzt so von der, Der Eingang sieht scheiße aus, ne? Was? Der Eingang sieht scheiße aus. Ja, so ein bisschen. Mein Haus müsste ich dann auf die andere Seite bauen. Du weißt doch gar nicht, wie ich das baue. Du bei mir blau. Blau. Ja, ich könnte auch hier anbauen, aber es sieht kacke aus. Sieht wie so ein Bunker aus jetzt. Es ist ein Bunker. Mein Bunker. Mitten im was? Mitten in der was? Ich ernte gerade mal die Orangen. Das vielleicht mal weg. Kann man hier eigentlich, die Berries konnte man auch noch verzaubern. Echt? Oder man kann auch Heilsteine machen. Ja, das weiß ich. Willst du einen Healing Stone, mein Sohn? Da. Na, danke schön. Mein Vater. Geheiligt sei der Stein. Oh, die Orangen bringen aber richtig HP zurück. Wohl. Na komm, so. Was machen wir denn jetzt? Wir haben ein Feld, wir haben ein das, wir haben ein... Ich habe ein Bett, habe ich. Nein. Soll ich noch eins holen von unten? Wir haben ja noch ein bisschen... Ich jetzt mal und guck, ob du dich einlegen kannst. Ich würde mal gucken, ob wir hier ein Ätherportal noch hinbauen können. Platziere es mal und guck, hab ich ob doch. Du... Achso, ich wollte mich mal anlegen. Cannot sleep in this dimension. Damit. Geil. Ja, aber wenigstens stehen sie da und sehen gut aus. Ja. Machen wir den Boden aus Holz? Boah, ich werd beschossen, ich werd beschossen. Warte, komm her. Verpiss dich. Wo ist das hochgeflogen?
Das hat die Eigenschaft von diesem Gravitite-Schwert. Das schickt die... Wie viel hat das gekostet? Naja, 2 Gravitite. Und Gravitite ist ja ziemlich schwer zu finden. Wo kommt das denn schon wieder her? Was machst du denn? Oh. Ich sollte mal meinen Healing Stone schon aufrechnen. Nimm deinen Healing Stone. Ja, du hast jetzt geheilt. Beide gegessen? Du hattest doch nur einen. Mir wurden 2 angezeigt. Ja, du hattest aber. Ich habe nur 2 gemacht und ich habe einen, also. Okay, okay, okay. Von daher, ne, ja. Mhm. Machen wir den Bonus Holz. Ja, können wir machen. That sounds very good. Oh. So. Dann klopp ich hier mal die Erde raus. Die Erde. Hast du schon von der Erde gehört? Welche Erde? Ich mach dir auch mal eine Zernitschaufel. Wir haben es ja. Da und das Geld. Hier, komm her. Ich kann gerade nicht. Bitteschön. Dankeschön. Ich bin hier der Zanitmeister. Ich habe alles gefunden. Ich bin cool. Obwohl sie eigentlich nicht viel schneller sind als Stahlschaufeln, aber sie halten halt länger. Ja. Und mit den Holzdingern, mit den Holzwerkzeugen weißt du, wie sich das verhält, ne? Ja. Okay. Wir sind hier auf einem extremen Hang. Ja. Ja. Nein. Bin ich so blöd oder tue ich nur so? Hast du eigentlich gewusst, dass es einen Gay-Contest auf YouTube gibt? Alter, Mann. Wie kommst du jetzt da drauf? Ich wollte nur wissen, ob du es weißt. Nein, ich weiß es nicht. Ja, es gibt den Preis für den schwulsten YouTuber der Welt. Das ist weltweit, Alter. Und wer liegt vorne? Gay Gott. Wer auch sonst? du musst das. Nicht ernsthaft so, Alter. Doch, er heißt Gay Gott und hat, was weiß ich, 2 Millionen Abonnenten. Echt jetzt? Der Typ ist extrem geil. Du verarschst mich gerade, oder? Nee, ist so. Du verarschst mich gerade richtig. Nein, ist. Er spricht nicht unsere Sprache. Also er spricht nicht mein gutes altes Deutsch. Verstehst du? Mein gutes altes Deutsch. Ja, deins. Dein, dein. Haben wir kein Quicksilver mehr? Wir haben Orangen. Das ist doch auch was. Orangen sollte man nicht verachten. So. Irgendwie könnte man da noch was machen. Das sieht so Oma-mäßig aus. Weißt du, ich bin hier in meinem Haus und trinke meinen Tee und gucke meine Nachmittagssendung. Und heiße Free AP. Ja, und dann habe ich hier mein Strickzeug in der Kiste da. Und da, hier steht ein Ofen. Und ah, hier dreht sich was, das ist mein Herd. Krebs! Oh, nein. Scheiße. Scheiße, ist man auch quick so schnell. Ja, ist so. Damit eine Brücke zu bauen oder so eine lange Straße wäre geil. Dann gehst du so übrigens ab. Fast abgekratzt. Au! Kackwolken. So. Bist du eigentlich? Ich sehe das immer nicht. Ich baue gerade. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass der Server mehr Slots bekommen hat? Ist dir eigentlich aufgefallen, dass es mir aufgefallen ist? Ist dir auch aufgefallen, dass er eigentlich mehr Leistung bekommen hat? Ist dir aufgefallen, dass es... Scheiße, war das knapp. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ah. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Jetzt tot. Tot. Wer ist tot? Hoffentlich sein Leben lang. Leben lang. Machen wir hier noch eine 2. Etage drauf, ja, ne? Ja, mir egal. Ich bin gleich tot. Also 2. Etage. Auch aus Holz. Oh ja, mach mal. War es 2. Etage? Ja. Nein. Ja, aber... Das sieht total hässlich aus. Ja, aber nein. Nein. Ja, aber wir müssen noch irgendwo schlafen. Dann machen wir einen Keller. Können wir auch nicht. Schlafen. Es geht ums Prinzip, ja. Halt die Fresse.
Da brauchen wir wenigstens eine Mine, wo wir uns was rausminen können. Ja, dann minen wir mal was. Ich mine mir jetzt einen. Ey, ist ja eklig. Du weißt ja gar nicht, was das heißt. Doch. Nein. Doch, das heißt, du popelst. Hä, nein. Doch, du. Wo kommst du denn her? Du popelst. Aus welchem Land kommst du denn? Aus Germany? Germanien. 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 Ich hab gesagt, aus Germanien. Germanien. Geil. Hier in Hessen wird aber auch vor jedem Namen ein S gesetzt. Ist echt so. Also darfst du das ruhig erlauben. Nein, wird's nicht. Doch, wird's. Du verarschst mich nur. Jetzt verarsche ich dich wirklich. Jetzt verarsche ich dich mal wirklich nicht. Das machen die hier wirklich. Warum sollten die das tun? Das machen die einfach, das ist der Akzent. Nein, es ist nicht. So wie wir vor jedes französische Wort Baguette setzen. Genau. Baguette? Mach mir keinen Hunger. Ja. Junge, du musst das Verarschen noch lernen. Nein, die sitzen, also wirklich ohne Scheiß, die sitzen hier unter übersteuert. Vor was? Du hast gerade richtig übersteuert, Scheiße. Hab ich! Was? Oh, ich übersteuere ja wirklich. Heilige Scheiße. Ich hab mich mal ein bisschen leiser gestellt. Also im Open Broadcaster, du hörst mich immer noch auf volle Lautstärke, aber naja. Oh, du bist geil. Ja auch nicht so wichtig. Oh. Stimmt. Alter, wie tief geht das hier runter, Junge? Ich hab auch VIP-Tickets. Ich höre das, was die Zuschauer nicht hören, wenn du dich mutest. Ja. VIP-Tickets. Genau. Ja, das wird sein. Kannst du mal nach Hause kommen? Hier sind gerade ein paar Wolken, die wollen mit dir kuscheln. Ja, bau dir ein Zanitschwert. Hab ich doch. lol. Hier. Also Strip Mining bringt dir nicht wirklich was, will ich mal so anmerken. Oh. Strip Mining? Du kannst es strippen. Nicht. Kann ich tun. Nein, kannst du nicht. Doch. Nein, kannst du nicht. Doch. Nein. Kann ich wirklich. Das wollte ich gar nicht wissen. Mann. Wenn du wüsstest. Ja. Stimmt, bist du in Wirklichkeit auch so ein Pornostar. Natürlich. Ich bin ein Callboy, weißt du? Ja? Ja. Cool. Cool, gut zu wissen. Ich erfahre ja immer mehr über dich. Oh Gott. Ja. Scheiße. Ach, ja. Ich vergaß übrigens, je abgenutzter die Werkzeuge sind, desto effektiver werden sie. Ja, das weiß ich auch. Oh, da unten ist Zanit! Aber da komme ich nicht hin. Da wollte ich letztes Mal schon hin, aber hat nicht so funktioniert, wie es mir vorgestellt. Da unten ist ein Wal, ein Blauwal oder ein Grünwal. Ja, da ist er ja. Ja, da ist er ja. Ein Grünwal. Alter. Wollte mich verarschen hier, oder was? Wenn hier jetzt hier Wolken hinkommen, ne? Ich schwöre, ich raste so aus. Echt? Ich raste so aus, Junge! Mit Pudding. Was? Mit Pudding? Pudding. Was hast du jetzt schon wieder mit Pudding, Alter? Pudding. 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 Nur Puddies Pudding. Nein, mach keine Werbung. Böser Free Play. Es war keine Werbung, es war eine Feststellung. Moment, wir machen mal Folgenpause und dann sehen wir uns hier nächstes Mal wieder. Wenn es wieder heißt, mach deine Werbung woanders. Richtig. Bis dahin. Tschüss.